ein Sportbistro. Da muss man beim Kauen nebenher laufen. Oh, here's a little story for you. Let's sit right down and talk it through. You found a little love. Leute, ich bin sowas von glücklich und stolz. Ein weiteres Pferdchen, beziehungsweise in dem Fall eine Kuh oder besser ein Kalb, hat es in den Rennstall geschafft. Und zwar bin ich seit vorgestern Besitzer einer F650 GS aus dem Hause BMW, liebevoll auch das Kälbchen genannt. Nach der großen Schwester, die gerne als Kalb bezeichnet wird, als Kuh bezeichnet wird. Die F650 GS, eben das Kälbchen. Hat sich in einem sehr, sehr guten Zustand hier in der Nähe angeboten. Konnte ich nicht Nein sagen. Und jetzt haben wir endlich auch ein Sommerfahrzeug. Die Aprilia ist ja ursprünglich geplant gewesen, früher oder später mal als Winterfahrzeug zu agieren. Und dementsprechend habe ich die gestern auch schon eingewintert. Die holen wir dann November oder Dezember, je nachdem wie das Wetter ist, wird und war. Holen wir die dann wieder raus. Und bis dahin nehmen wir das Rotax Baby hier. Der Motor ist ja relativ stark der gleiche. Also ist in beiden Fällen ein 650 Kubik Einzylinder aus Österreich von der Firma Rotax. Der große Unterschied zwischen den beiden, die F650 GS ist allerdings schon ein Einspritzermodell mit Cut, ABS und Konsorten, also den ganzen Schnickschnack. Sowas hatte die Aprilia von damals noch nicht. Und ja, das Fahrgefühl ist schon stark anders, muss ich zugeben. Macht einen großen Unterschied. Klingt auch ein bisschen anders, obwohl der Motor ja sehr, sehr ähnlich ist. Der Zylinderkopf ist anders. Die Pegaso hat ja 5 Ventile und die BMW 4 Ventile und insgesamt der Kopf ein bisschen anders aufgebaut. Man merkt es auch im Verbrauch, die Pegaso braucht immer so zwischen 7 und 8,5 Litern und die BMW hier soll angeblich mit 3 Komma auskommen, also knapp 4 höchstens. Schauen wir mal. Gut, ich fahre das Baby jetzt mal ein klein bisschen warm. Und wenn sie warm ist, dann schauen wir mal, wieso sie reagiert, wenn man an diesem Gashahn ein bisschen zieht. Bis dann. Das ist mit ziemlicher Sicherheit das erste Motorrad, das ich besitze, wo man in den Rückspiegel schaut und ernsthaft was sehen kann. Also so vibrationsbedingten Schlieren. Ich weiß nicht, wie sie das schafft, weil der Lenker selber vibriert eigentlich relativ stark. So richtig Einzylinder typisch. Die Spiegel sind, die vibrieren kaum. Da kann man gut sehen. Auch ein nettes Feature, das serienmäßig verbaut ist, beheizbare Griffe. Also ich kann hier einschalten, dann werden die Griffe schön warm, damit es in den Fingern nicht kalt wird. Wobei ich ja für hier diese Handguards, diese Schützerleine hier vor dem Pfoten, da werde ich auf jeden Fall noch so eine Erweiterung dazu besorgen müssen, weil der Wind pfeift schon trotzdem noch ganz schön auf die Handschuhe. Das war bei der Aprilia ein bisschen besser gelöst, da war der Windschutz ein bisschen höher. Aber ich habe online gesehen, da gibt es was zum Erweitern. Ist auch nicht sonderlich teuer, weil das mag ich ganz gern, wenn zumindest die Hände gut geschützt sind und es pfeift der Wind dann auch nicht so stark in die Jacke rein. Ja, also da kann man noch ein klein bisschen optimieren. So, Vatertag. Also dafür, dass Feiertag ist und doch schon gut dicke in den Vormittag rein. Ich glaube 10 Uhr, 10:30. Ist erstaunlich wenig los. Many lessons learned, but you still get burned. Die ganze Maschine fühlt sich erstaunlich leicht an zu bewegen. Was wohl daran liegt, dass das kein Tank ist. Darunter ist die Batterie, Öl- und Luftfilter. Auf dem Tank sitze ich, die F650
56 GS hat den Tank nicht mehr hier oben, sondern schon unter der Sitzbank. Und dem geschuldet, dieser schwerere Tiefpunkt, dann ist er insgesamt ein bisschen tiefer als die Pegasus war und die alte F650 Fanduro. Und das merkt man gigantisch. Also man muss da kaum was tun und das Baby bewegt sich unter mir. Positiv fällt mir, naja gut, wir fahren jetzt auch nur 80 und ich weiß nicht, der Wind dürfte heute auch nicht allzu stark sein. Aber ich glaube, die Windgeräusche halten sich auch ganz gut in Grenzen im Gegensatz zu sonst. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt den Motor hört. Der ist so verdammt leise. Ich schätze mal, dass da auf der Audioaufnahme nicht mehr viel ankommt von. Was ich auch mal schauen muss, bei der Aprilia konnte man bei den Vlogs den Tacho nicht erkennen, wie schnell ich gerade fahre. Und mal prüfen jetzt dann nachher beim Schnitt, ob ich, weil es sieht so aus, als wären die Zahlen am Tacho hier ein bisschen größer, ein bisschen eindeutiger zu sehen, nicht, dass man sie in den Videoaufnahmen sehen kann. Dann muss ich mich auf einmal rechtfertigen, warum ich zu langsam fahre. Ich gehöre ja zu den Motorradfahrern, die chronisch zu langsam sind, auch wenn mir da manchmal anderes unterstellt wird, aber ne, ganz im Ernst, ich bin tatsächlich eher zu langsam unterwegs als zu schnell. No matter where you are, you. Ja, wo der Johannes immer hinfährt. Hier geht's nicht weiter. Ist auch interessant, ich werde links einschlag. Das Gas erhöht. Ja, dann fahren wir halt wieder rauf. Ein Sportbistro. Da muss man beim Kauen nebenher laufen. Ja, was ich auch dringend ausprobieren möchte oder muss, wie genau der Tacho geht. Hatten wir ja bei Aprilia und Konsorten gesehen, dass da teilweise mal mehr als 15, 16 km/h Fantasie drin liegen. Bin ich gespannt, ob BMW das besser im Griff hat. Und da vielleicht so halbwegs was Vernünftiges drin steht. So, gerade Strecke aus der Ortschaft raus, Auto vor uns. Schauen wir mal ein kleines bisschen, wie es mit dem Beschleunigen aussieht. Ball. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Also da gibt es gar keine Frage nicht. Das ist unglaublich, nahezu derselbe Motor vom selben Hersteller. Aber statt Doppelvergaser, Einspritzanlage, ein bisschen anderer modifizierter Kopf und schon ist das komplette Fahrverhalten anders. Also auch der Drehmoment, Pegaso hat immer so ab 3 hat sie angefangen ruhig zu laufen. Ab 4 konnte man dann auch mal, wenn es über 4000 Umdrehungen ist, konnte man auch mal aufziehen mit dem Gas. Und so richtig gezogen hat sie dann kurz vor 5 bis etwa 6,5, kurz vor 7000 Umdrehungen. Da war so richtig Schub da. Und der Schub war bei der Aprilia jetzt nicht kleiner als bei der BMW per se. Nur bei der hier fängt der Schub halt irgendwo bei 3 an. Und zieht dann komplett durch, gleich bleibt. Und das macht tatsächlich einen großen Unterschied im Fahrverhalten. Biegen wir langsam aber sicher mal wieder in Richtung Ampfing zurück rein.
muss einem noch ein bisschen was erledigen. Wir bekommen heute noch Besuch. Und da möchte ich noch einen Apfelstrudel backen. Mache ich zwei für den Besuch und uns. Und einen dritten Apfelstrudel mache ich für meine Schwester. Und den bringe ich ihr vorab. Die soll den probieren, dass für den Fall der Fälle, dass das mit dem Strudel nichts wird, dass ich dann noch schnell tauschen kann. Da müssen wir halt doch noch ganz kurz zum Konditor der Wahl ums Eck fahren. Und uns um eine Alternative sorgen. Aber sagen wir so, ich habe schon relativ häufig Apfelstrudel gemacht und bis jetzt ist er immer was geworden. Also ich bin guter Dinge. Hey. Ja, ich muss zugeben, macht Spaß, das höchste drin mal Gas zu geben. Natürlich nur im legalen Bereich. Ich versuche ja nicht nur, wenn ich die Kamera anhabe, sondern ich versuche auch generell, dass ich mich soweit irgend sinnvoll und möglich und in aller Regel an die Verkehrsregeln zu halten. Also gar keine Frage. Ich bin nicht nur, dass ich es tue, weil es nicht anders machbar ist, sondern befolge die auch sehr gerne. Und ich überhole normalerweise an Ampeln auch nie auf der linken Seite so zwischen den Autos, nur weil ich als Motorrad da leicht vorkomme. Mache ich in aller Regel nicht. Ist schon vorgekommen, ja, aber mache ich normalerweise nicht. Bin ich auch viel zu bequem dafür, dass ich da so zwischen den Autos durchhechle. Und bringt mir auch nichts, weil die Ampel wird deswegen auch nicht schneller grün. Aber in einem meiner Videos habe ich das mal gemacht. Und prompt, wer schaut sich das Video auf YouTube an? Mein Fahrlehrer. Natürlich gleich per WhatsApp eine Rüge bekommen. Mea culpa, mea culpa. Soll nicht wieder vorkommen. Apropos, da könnte man ja. Spaß. Ach je. Mein Fahrlehrer und Nachbar, ganz netter Kerl. Der hat jetzt übrigens. Na, Gas geben und reden geht nicht. Der hat auch ganz fleißig angefangen, Motorradvideos zu machen oder generell Fahrschulvideos auf YouTube. Und der verwendet eine GoPro Hero 7 und die hat er an eine, ich glaube, Yamaha MT-07 irgendwo vorne im Cockpit angebracht und nach vorne zeigen. Und ist eine kleine Tour gefahren neulich mit und muss sagen, das ist ja gigantisch, wie stabil das Video abläuft. Absoluter Wahnsinn. Aber der Preis, ich habe mir das Ding mal online angeguckt, ist halt immer noch so schweinsteuer. Man kostet noch um einiges mehr als ein GoPro. Die GoPro kostet noch ein ganzes bisschen mehr als ein Osmo Pocket. Und ich möchte mal behaupten, im Osmo Pocket steckt zwecks Gimbal ja noch mal weit mehr Entwicklung und Technik drin. Weit mehr ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber ein gutes Stück mehr. So. Sind wir schon wieder da. War jetzt nur eine ganz kleine Runde, ich werde heute definitiv noch mehr fahren. Macht riesen Spaß mit dem Baby, aber ich wollte jetzt endlich ein erstes Mal mit ihr raus und gucken, wie sie so läuft. Jo. Und euch wünsche ich noch einen schönen Vatertag. Beziehungsweise bis das Video online ist und ihr das gesehen habt, ist der Vatertag wahrscheinlich rum. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr am Vatertag so gemacht habt. Im Gegensatz zu mir als Nicht-Vater. Also, wünsche euch was.